Der Verein ist schon was Besonderes. Der lebt von seinem Zusammenhalt, von den tollen Fans, von der ganzen Stadt. Jeder ist für den anderen da hier. Und ich glaube, so wollen wir uns auch präsentieren als Mannschaft. Und ich glaube, das ist uns in der Hinrunde ganz gut gelungen. Die Initiatoren der Zebra Kids haben mich gefragt und in Absprache mit dem Ivo Grilic habe ich dann natürlich zugesagt. Für mich ist das natürlich auch was Besonderes und eine Ehre auch, dass ich das machen darf. Ich freue mich, wenn jetzt demnächst die Weihnachtsfeier auch ansteht und wir die ersten Kinder da belohnen können. Ich glaube, dass es eine tolle Sache ist für den Verein Zebra Kids auch und für die Kids selber natürlich auch. Es ist jetzt keine tägliche Arbeit, die ich da habe in dem Sinne. Natürlich ist es so, dass ich schon auch mehrmals die Woche mich dann da sehen lasse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hinterm Tresen stehe und wirklich verkaufe. Wenn mich Leute ansprechen, dann versuche ich natürlich möglichst das auch irgendwo zu erfüllen. Aber es ist jetzt keine zusätzliche Belastung für mich. Dazu gekommen ist es einfach, dass ich mich mit meinem Partner, dem Stefan Küsters, schon davor auch gut verstanden habe. Er das schon mehrere Jahre gemacht hat mit einem anderen Partner, sich dann von dem getrennt hat und wir dann so übereingekommen sind und das dann zusammen fortgesetzt haben. Ich glaube, mit der Bilanz der ganzen Mannschaft, mit der Punkteausbeute, glaube ich, können wir zufrieden sein, wenn man sieht, dass wir als komplett neue Mannschaft angetreten sind, neues Trainerteam haben. Denke ich, können wir mit der Hinrunde zufrieden sein. Ich hätte am liebsten auch ein bisschen besser gespielt. Ich glaube, dass ich da noch Luft nach oben habe und ich hoffe, dass mir das in der Rückrunde gelingt. Für die Rückrunde allgemein ist jetzt vielleicht noch ein bisschen weit gefasst. Wir haben ja jetzt noch 3 Spiele der Rückrunde vor im Winter. Wir haben noch 2 Heimspiele. Dementsprechend ist unser Ziel für die nächsten 3 Spiele natürlich, mehr Punkte zu holen als in den drei Spielen gegen die gleichen Gegner zu Beginn der Saison. Und deswegen wollen wir die möglichst erfolgreich bestreiten. Ja, da haben wir natürlich noch was gut zu machen. Ich glaube, mit 12 Punkten haben die ein Viertel ihrer Punkte gegen uns geholt. Und das ist natürlich eine Sache, die wir da ausmerzen wollen und wollen die 3 Punkte hier behalten. Ich glaube, wir müssen ähnlich spielen wie jetzt auch gegen Wiesbaden. Ich glaube, dass wir da seit langem wieder auch besser nach vorne gespielt haben, mehr Chancen gehabt haben und müssen nur sehen, dass wir dann hinten halt die einfachen und dummen Gegentore vermeiden.